So, dann zieh ich mir nochmal eine Pille rein. Sehr schön. Over my head. I took cover and called in air support. We soon heard a low flying jet above us and then felt something in the air. We thought maybe we got sprayed with one of those damn herbicides, but it turned out to be something far more mind-blowing. Mind-blowing? Na, oh, ich wurde die Chemikalie über den Kopf geschmissen, ne? Agent Rainbow. Westwald, Wasseraufbereitungsanlage und Waldzentrum. Wir sind jetzt hier und wir sollen jetzt wahrscheinlich erstmal in die Wasseraufbereitungsanlage. Ach stimmt, wir sollen ja sowieso zu den Lichtern, wa? Ich könnte wahrscheinlich das mit etwas brechen. Really? Really? I probably break. Ist sein Ernst. Oh. Das nächste Event. Noch mehr Tote. Run, bitch! Ein Radiosignal. Erwarten die ernsthaft von mir, dass ich jetzt da hochspringe? Na geil, okay. Nee, das war doof. Den Schaden gekriegt. Irgendwas ist aufgegangen, oder? Da drüben. Okay, da drüben ist es aufgegangen. Gehen wir jetzt mal hier weiter. Der Torriegel klemmt schon wieder. Normalerweise bekomme ich ihn mit einem dieser Ersatzventile auf, die ich in der Wasseraufbereitungsanlage herumliegen, aber meine Schicht ist um und das heißt, nicht mehr meine Sorge, sondern dein Problem. Viel Glück, Eddie. Fucking Ernst.
something to open this. Aus dem Knopf oder was? Der braucht einen Knopf. Der Junge braucht einen Knopf. Da kann ich wohl nicht töten. Warum hänge ich hier fest? Warum hänge ich hier fest? Mann, stirbt doch endlich, ey. Meine Fresse, du Sack, ey. Scheiß Gegner, ey. So tierisch auf den Sack. Nix drin? Nix? Nada? Niente? Alles später, oder was? Und vielleicht da oben? Im Segen nix. Erreiche die Spitze des Wasserturms. Habe ich mir ernsthaft schon gedacht, dass wir das auch machen müssen? Hier scheint doch relativ viel Platz zu sein. Warum geht das denn hier so scheiße krass? Und nur die Grünen kann ich machen, dort. Aufstehen. Und dann muss das erstmal wieder aufladen. Ach, das muss aufladen. Achso. Ja, viel Schaden macht aber nicht, oder? Drei Dinger brauche ich bei dem. Okay. Das habe ich letztes Mal gar nicht mitgekriegt, dass das Ding nur noch aufladen muss. Mir gerade eben der ist aufgefallen. No, thank you. Aber gut zu wissen.
Kein Wunder, dass ich das nicht so schnell machen konnte. Ich das gerne gehabt hätte. Also die Karte ist wirklich nicht optimiert, also das merkt man übelst. Die ist null optimiert, die Karte. Merkt man halt ständig an diesen... an den ganzen Rucklern und so. Ne? Ich bin hier durchkommen. Okay, also für mich sah das eigentlich getroffen aus. Auch wenn es nur der Rand war, aber getroffen ist doch getroffen, oder? Also, wir haben jetzt hier noch eine Batterie, zwei Pillen und 5 HP. Okay. Versuche mir mal zu merken, dass da mindestens noch 2 Pillen rumliegen. Den scheinen ja hier auch relativ gut zu sein. Vor allen Dingen geben wir auch jedes Mal 15 HP, nicht wahr? Ich glaube, die sollte man nicht unterschätzen. Und die Speed boosten mich, also ich verbrauche keine Ausdauer, wenn ich die benutze. Für, ich glaube, 10 Sekunden oder so. Unendlich Ausdauer. Okay, Spiel. Wo geht's weiter? Wo geht es weiter? Hier weiter. Muss ich hier rüber? Sieht so aus, ne? Wird zumindest gespeichert. Was ist denn mit unserem besten Freund, Agent Rainbow? Wenn du nur etwas hättest, um dieses furchtbaren Geruch zu überdecken. Wenn sonst nichts hilft, Nase zuhalten. Wir haben ja schon die Gasmaske. Wo ist er denn gerade lang gelaufen? Gucken, ist hier irgendwas hier drin? Ein Gegenstand? Na, hier scheint alles außerhalb zu sein, ne? Ach so, das war der Hinweis. Dass ich hier rüber soll, ne? Verstehe. Ja, wenn ich wüsste, dass ich jetzt schon dahin kann. Also ich würde es wahrscheinlich versuchen, hier rüber zu springen. Zaun zu Zaun, aber...
das natürlich vorher nicht weiß, warum sollte ich da hinspringen? I need something to open this. Der Typ, ey. Agent Rainbow, also er ist eigentlich nur eine Illusion. Ja. Ist zwar Teil meiner Gedanken und so, aber auf jeden Fall nicht meine guten Gedanken. Und die weiße Katze wird wahrscheinlich meine guten Gedanken sein, also gutes Gewissen, böses Gewissen sein. So, an alle Angestellten der Wasseraufbereitungsanlage. Wir wissen Ihre beständige Mitarbeit an unserer Untersuchung der Ursache der Wasserverschmutzung zu schätzen. Da diese Untersuchung Aspekte der nationalen Sicherheit umfasst, muss ich Sie darüber informieren, dass jegliche Enthüllung von Informationen über die Verschmutzung an Außenstehende eine Inhaftierung nach sich zieht. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass Milton Haven da bald wieder sauberes Wasser hat. Bill Bird, CIB Verbindungsbüro. Die haben das doch bestimmt mit Absicht da reingeschüttet. From the ocean to Milton Haven Distillation Process. Also vom Ozean an Milton Haven. Der Entsalzungsprozess. Erstens, Meerwasserzufuhr. Meerwasser aus der Bucht von Patmos erreicht unsere Anlage durch ein großes unterirdisches Rohr. Zweitens, Siebung. In einem zweistufigen Prozess wird das Meereswasser von groben und feinen Partikeln gesäubert. Auch Mikroplastik? Drittens, Filterung und Umkehrosmose. Salz und andere Verunreinigungen werden aus dem Wasser entfernt. Viertens, Entsorgung der Sohle. Das konzentrierte Meerwasser wird sicher wieder in die Bucht von Patmos zurückgeführt. Na geil, dann wird das Wasser ja noch salziger. Oder wie, oder was? Süßwasser versorgen ist der fünfte Punkt. Sauberes Süßwasser wird zu Wohnhäusern und Geschäftsgebäuden geleitet. Also die Meere werden immer salziger. Ja, das war's. Die Meere werden immer salziger. Interessant. Ist das so, ja? Ich habe eine kleine Probe des verunreinigten Wassers zur Analyse mit nach Hause genommen, als das CIB es nicht mitbekommen hat. Was zur Hölle ist dieses Zeug? Nach nur wenigen Minuten in der Nähe der Probe überfiel mich ein seltsames Angstgefühl und mir wurde schlecht. Zum Glück habe ich nur etwa 3 Tropfen genommen. Die Wirkung ist also vermutlich nicht sehr stark. Ich habe nicht die richtigen Geräte zu Hause, aber eines kann ich sagen. Was auch immer das für eine Chemikalie ist, die den Wasservorrat verunreinigt hat, sie ist übel. Ich werde mir meine restlichen Krankentage freinehmen, bis die Sache vorbei ist. Ich schlage vor, du tust dasselbe. Lisa. Wer ist Lisa? Ventil sieht wiederverwendbar aus. Na, wenn das so ist, würde ich sagen, ab zum Brunnen, wa?
Ja, das war echt übel, das Zeug. Jetzt stellt sich natürlich nur die Frage, haben sie das mit Absicht ins Grundwasser gekippt? Ich brauche etwas, um es zu öffnen. Ich habe es. Oder halt nicht. Aber ich denke mal, das war Absicht. Pure Absicht. Gehe ich mal stark davon aus, weil die wollten wahrscheinlich irgendwelche... Meine Fresse, die Steuerung, ey. Lass mich doch mal hier rein. Stirb, danke, tschüss. Die Steuerung, what the heck? Wieso meins, ne? Too much for one man. Da geht nicht irgendwo noch Muni rum? Refreshing. Ja, war so. Okay, das Ding ist halt einfach, der Radiosender, beziehungsweise dieses Walkie-Talkie-Ding hier, das Signal, Unterbrückungs, keine Ahnung, gegen kleine Gegner ist der gut, aber gegen große Gegner kannst du nicht vergessen. I need some, got it. Ich dachte, ich wäre noch weit genug weg. Ja, komm, noch mehr reingeschissen, weißt du? Willst du gleich in meinen Arsch reinkriechen? Einsatz verdoppelt. Nice. Uralte Milch. Lecker. Da oben. Wenn der mich schon ganz selber will, dann von mir.
sehr schön. Wie viel haben wir jetzt wieder? 29. Aber Pistole ist halt sehr wenig. Mal gucken, was ist denn hier hinten? Hier bloß wieder Bonus-Content. Aus wie Bonus-Content. Also extra. Ne? Also, vielleicht liegt hier irgendwo ein Zettel rum oder so. Den wir wieder lesen können. Funkenbonus halt, ne? Ja. Uni und zwei Pillen. Und dann wieder ein Zettelchen von Agent Rainbow. Jeder Tunnel blockiert, jede Straße gesperrt, jeder Ausgang nicht existent. Langsam glaube ich, das ist eine Art Metapher. Mal gucken, Agent Rainbow, mal gucken. Ich hoffe, der speichert hier, bevor wir jetzt darüber springen müssen. Gott sei Dank. Hat gespeichert. Produkt reicht, oder? Ja. Aber nicht für immer. Special Treats. Zwei Pillen. Mhm. Also von mir aus kann er jetzt auch nochmal speichern, ne? Habe ich kein Problem mit. Aber sind wir mal ehrlich, ne? Manche Spieler sind ja echt knauserig mit ihren Save Points. Und manche übertreiben es echt. Wichtige Objekte mögen näher sein, als sie erscheinen. I'm all right. Wasser also.
something got it. Jetzt haben wir lang gelaufen, ey. Sag mal, geil. Something with these waters feels off. Rote Sachen haben wir hier. Hier rote Sachen. Nope. Nice. Fits. Sehr schön. Ein Schlüssel. Mein Büroschlüssel. Was zum Henker macht der hier? Ja, den brauchen wir ja nicht, ne? Den Büroschlüssel brauchen wir theoretisch nicht. Toilettenschlüssel. Gibt es hier überhaupt Toiletten? Könnte wahrscheinlich aber der Schlüssel sein für mein Büro. What's that noise? Will ich gar nicht wissen, was das für ein Geräusch ist. Ja, es war ja verloren. I feel I should get out of these waters. That's no use. Fits perfectly. What is that noise? Zach Gassin, I didn't. Zu weit geschmissen, oder? This noise. Falsche Abzweigung.
something to open. Fits perfectly. Oh, eine Pille, sehr schön. Da liegt doch irgendwas rum. Da liegt was. What is it? Ein alter Schlüssel erinnert mich an einer meiner alten Schlüssel. Oh, vielleicht ist das ja der Schlüssel. Die Tür, die wir bisher noch nicht aufgekriegt haben in sein Apartment. Möglich wäre es ja, ne? Warte, noch. Kanalisationstürschlüssel ist völlig verschmiert. Kann ja eigentlich auch einen auf den machen, oder? Stehen bleiben. Dann gucke ich noch mal kurz. Und vergessen. Irgendwie rot. Nee, ne? It's a locked door. Also wir haben jetzt vier Schlüssel gefunden. Mein Büroschlüssel, Toilettenschlüssel, Altersschlüssel und Kanalisationstürschlüssel. Fits perfectly. Sieht alt aus, ja. Okay, this is happening on purpose. Fits perfectly. What the fuck? Voll verarscht wird. It works. So, wenn ich jetzt mich umdrehe, ist nichts mehr davon da, ne? Ja. I need some gut. Aber ich hab gedacht, ich kann die Schlüssel mitnehmen, weißt du? Pustekuchen. Schlüssel darfst du nicht mitnehmen. Was war jetzt das Geräusch? Gar nichts. Unten hast du zwar was gehört, aber nicht gesehen. Stars. Ja, wohin genau? Tja. Was soll das sein? Ob ein Sternzeichen?
Soll ich mir das jetzt echt aufschreiben? Okay. Du bist free. Dann bist du 5, richtig? 5-0. Six, nine, two, seven. Mal gucken, ob wir jetzt eine Telefonnummer anrufen müssen oder oder einfach nur ein Countdown. Also im Spiegel sehe ich die nicht. Verstehen. Okay, wir müssen gucken, ob hier irgendwo vielleicht eine Nummer dran steht. Keine Nummer. Inventar. Stelle den Funkkontakt her. Das bin geblitzt. Finde den Bunkercode. Warte mal kurz. Okay. Ich würde sagen, 0 ist unsere Zahl. Von einem Sabberblob. GZ. Aber trotzdem, der Countdown war trotzdem cool. Thank you.
Zero. Ja. Wo kommen wir jetzt wieder runter? Gar nicht runter, merke ich gerade. NTF. Nur 800 Meier war das, oder? Oder 555? 01. Ach so. Einfach hochzählen, nicht runter, hochzählen. Ah, es ist nicht die 0, es ist die 2. Wahrscheinlich gar nicht aufzeichnen, weil die 2 wird jetzt wahrscheinlich ewig da am Himmel stehen. 0, 1, 2. Okay. Habt ihr jetzt aber trotzdem mal nochmal aufgeschrieben, die 2. Fits perfectly. Ah, guck mal, hier hätte man auch so rüberspringen können. Okay. Dankeschön. Was soll es denn kosten? Meine Gesundheit? Ja, dann gehen wir mal zur Seilbahnstation, dann noch zur Westbrücke, mal gucken. 2 Neugangsgänge. Ja, sorry, wenn es zu laut ist für euch. Aber manchmal kommt das so schnell, dass ich mich nicht mal muten kann. Weil manchmal kribbelt es vorher, ne, und dann kriegt man das halt so mit und manchmal ist es so instant. Bam. Er ist da, weißt du?
Success. Dann probiere ich Pistole. Kampfmeister der Dragomar. Level 7 aus World of Warcraft hast du richtig weggewämst, ne? GZ. Okay, jetzt sind wir in der Seilbahnstation. Bin mal auf K, alles klar. Wie richtig so. Eine Flare versteckt die Säcke. Ja, danke schön. Danke fürs Bescheid geben, ne? Immer gut zu wissen, wenn der Zuschauer nicht da ist. Eddie, wir könnten nicht stolzer auf dich sein, wie weit du mit der Umgestaltung der Seilbahnstation schon gekommen bist. Dies ist nicht nur ein persönlicher Sieg für dich, sondern auch für den Asylum. Elysium. Meine Fresse. Nicht Asylum, sondern Elysium State Park und den gesamten Bundesstaat. Ich will dir noch keine allzu großen Hoffnungen machen, aber wenn du die Seilbahn ohne Zwischenfälle für den Rest des Geschäftsjahres am Laufen halten kannst, wartet unter Umständen eine große Beförderung auf dich. Weiter so. Sally Witherspoon, Parkbehörde. Ohne Zwischenfälle. Vielleicht hat er das ja geschafft. Vielleicht auch nicht. Lass mich raten, willst du hier anrufen? Locked. So, mein Kopf von der anderen Seite hoch war. Kann das sein? Sieht eher danach aus, als wenn man von der anderen Seite kommt. Hier schon wieder. Ob ich den Steinblock hier wegschieben kann. Achso, okay. Die wollen eigentlich, dass ich wieder abhaue, ja? Okay. Gut, dann triggern wir den nochmal und dann haue ich ab. Okay? So, kurz triggern und dann abhauen, ne? Boom. Und nochmal. Aua. Nope. Okay, hat mich getroffen. Da jetzt ran oder was? Oh, nee. Wahrscheinlich soll ich ihm den. Kiste, komm, schieß mal die Kiste kaputt. Hast du geschafft? Natürlich nicht, du Sack. Jetzt hat er es geschafft. Dankeschön.
Vor allem wie Agent Rainbow erstmal vor die Tür hinter mir zumacht, ne? Und dann so, nope, du kommst ja nicht durch. Kann ich hier nicht einfach so rüberspringen? Bin ich echt so low, ja? Dass ich da nicht rüberspringen kann? Ja, genau, wer durch die Tür schießt. Durch die Tür, Leute. Hallo? Meine Fresse. No free rides. No free rides. Free rides. Von hier runter oder was? Nee. Wo hat er denn gespeichert? Direkt davor? Boah, nee. No free rides. Aber wo sind denn... Ah, vielleicht hinter dem... Hinter den... hinter der Kasse da, ne, am Anfang. Vielleicht sind da die... Die komischen Eintrittskarten, ne, die Tickets.